ist ein Experiment, der Versuch, eine Stadt auszustellen über ihre Dinge, die sie hervorgebracht hat, ihre Kunstwerke, ihre Handschriften, ihre Münzen, ihre Dokumente, ihre kunsthandwerklichen Gegenstände und so weiter. Diese zusammen bilden einen Raum im Museum, der versucht, die großen kulturellen Leistungen von Florenz über die Jahrhunderte vor Augen zu stellen. Die Ausstellung ist nicht eine Renaissance-Ausstellung. Sie zeigt die Renaissance als eine Durchgangsstation, ein wichtiger Moment im Leben, in der Kultur der Stadt. Wenn Sie nach Florenz kommen, dann sehen Sie, die Stadt ist eigentlich eine mittelalterliche Stadt des 14. Jahrhunderts, geschaffen aus dem merkantilen Geist heraus, in dem dann über die große Baustelle, Dom, große Baustelle, Stadtpalast, andere große Baustellen, sozusagen die Architekten, Künstler, Bildhauer, Maler sich große Aufträge finden aus dem kommunalen Geist heraus. Aus dem heraus entsteht dann im 15. Jahrhundert was ganz Neues mit der kulturellen Blüte, die durch die weltweite Handelsaktivität der Stadt sich ergibt. Diese Epoche, die wir Renaissance nennen, die aber nicht nur eine Wiederbelebung der Antike, wie man so sagen pflegt, meint, sondern auch eine große Öffnung hin auf Weltwissen. Das heißt, wir versuchen zu zeigen, dass die Stadt Florenz, 14. bis 15. bis 16. Jahrhundert, eine Stadt der Künste, des Wissens und der Raumexperimente ist, in der man ebenso nach südlichen Mittelmeerraum blickt, in die islamische Welt, in den asiatischen Raum blickt, wieder nach Amerika, wie man zurückblickt in der Geschichte auf die römisch-griechische Tradition.
die Ausstellung ist eine große Einladung, mit ihrem Ausrufungszeichen nach Florenz zu kommen. Sie ersetzt Florenz nicht. Sie tut etwas, was man in Florenz selbst so nicht erleben kann, weil sie Werke auf neue Weise zeigt, weil sie Werke hier auf eine Weise zusammenbringt, wie sie in Florenz selbst ja gar nicht zusammen sind. Aber sie ist komplementär zum Florenzbesuch.